So, Handy sind lautlos, nicht, dass gerade da einer anruft. Das wäre ganz gut, ja. Also, Jungs, Männers. Los geht's. Die Handys sind lautlos, haben wir gerade schon gehört. Der Whisky steht bereit und zwar in einer echt coolen Flasche. Das Besondere tatsächlich da oben drauf. Na? Der Blobverschluss haben wir bis jetzt bei keinem Whisky so gehabt. Und da steht was drauf, was viele, viele kennen. Und ja, was denn genau? Flensburger Brauerei. Wir wollten ja bei Delicious Berlin sowieso das Thema deutschen Whisky ausbauen und siehe da, schon kommt ein wunderbarer Tropfen hier rein zu uns nach Berlin und zwar der Flens Whisky. Christian, lass uns einfach mal einschenken und anstoßen, oder? Jawohl. Und dann schauen wir, wie das Zeug schmeckt und was es kann. Und Christian, du musst mir noch eine Sache erklären, wie wird man denn eigentlich Alkohol verkostet, wenn man eine Alkoholallergie hat? Man muss nur jahrelang in der Bar gearbeitet haben. Immer wieder dieselbe dumme Frage. Ja. Naja, irgendwann wissen wir es alle. Der Bügelverschluss ist schon mal cool. Ist auch interessant, in jedem Glas riecht er ein bisschen anders, gell? In den größeren Gläsern anders als bei dem kleinen Nosinglas. Intensiver, oder? Ich hoffe, das liegt nicht am Spülmittel. Also auf jeden Fall schlecht poliert mein Glas, muss ich sagen. Prost, der Schmerz. Wer hat das wohl gemacht? Immer diese Azubis hier. Was riechst du, Christian? Sehr fruchtig in der Nase. So Birne. Für mich riecht der jetzt mehr sogar nach Honig. Im kleinen Glas irgendwie pures, reifes Birnenkompott und jetzt ist mehr so auch wieder ein bisschen, aber mehr Honig. Wirkt auch ein bisschen schärfer sogar als im kleinen Glas. Und der erste Schluck, Christian. Sehr schön, sehr weich. Schmeckt auf jeden Fall stark nach Honig. Und im Abgang hat er dann so eine schöne, fruchtige Süße. Und viel Vanille auch. Also auch schon ein bisschen in der Nase. Jetzt kommen die Birnen auch endlich wieder durch. Also auf jeden Fall, es ist ein junger Whisky. Und für das finde ich wunderbar komplex, eigenständig. Also hat wirklich ein Alleinstellungsmerkmal auch. Und ich muss mal sagen, die haben das sehr geschickt gemacht. Hergestellt aus der eigenen Maische der Brauerei. Und zwar vom Frühlingsbock. Dann entsprechend destilliert und wie uns erzählt wurde, sind die extra nach Amerika, um auch ganz besondere und hochqualitative amerikanische Weiß-Eichenholzfässer zu holen und dann entsprechend auszubrennen, sehr stark auszubrennen oder Toast, wie man auch sagt. Und dadurch kommen auch diese Vanillenoten, die zum Beispiel französische Eichenfässer nicht haben. Deswegen die schöne Süße und die Vanillenoten. Und wir hatten gerade einen Kunden hier, der meinte, es schmeckt ja fast wie ein Bourbon Whisky oder geht ein bisschen Richtung Bourbon Whisky. Ja. Also wirklich was sehr Eigenständiges und man muss echt sagen, Respekt, sehr, sehr gelungen, die Spiritose. Man muss dazu sagen, es gibt nur 3000 Flaschen davon. Also wer diese Neuheit haben will, muss ich wirklich sputen, denn die werden wahrscheinlich schnell vergriffen sein. Und auch gefährlich der Whisky, oder? Also da würde man am liebsten immer weiter trinken, weiter trinken. Wir werden jetzt noch ein bisschen experimentieren mit dem Flens Whisky und Zigarre. Aber wir haben schon mit Schokolade ein bisschen experimentiert, mit Vollmilch und Erdbeere, funktioniert auch wunderbar. Mit dem Whisky, also gibt es viele Kombinationsmöglichkeiten. Ja, dann los geht's. Also Fazit nochmal, kann man machen. Haben sie gut gemacht, Christian? Haben sie sehr gut gemacht. Ist ein sehr schönes Tröpfchen, kann man auf jeden Fall sehr gut trinken.